Anke hat ihrer Schwester Nicole einen Gutschein zum Bodyflying geschenkt und heute lösen sie ihn ein. Hier wird sich das Date heute abspielen. Die Couch ist präpariert, alle Kameras gucken auf sie, wenn sie dann nachher ankommen werden. Heute ist sie mit ihrer Schwester unterwegs als Lockvogel. Die beiden verstehen sich ja gut und Nicole vertraut der Anke auch blind, oder? Ja. Ihr habt euch für Paul entschieden. Dann ist jetzt hier live und in Farbe Paul. Hallo Paul, willkommen in unserem LKW. Hi, Jana. Hi, Christian. Und Paulinia. Hi. Hi, Paul. Wie geht's dir, mein lieber Paul? Mir geht's super. Ich bin erstens aufgeregt vor dem Flying und natürlich bin ich auch aufgeregt vor dem Treffen. Ist sie auch ein bisschen aufgeregt, glaubt ihr? Ich glaube vorher, so die Stunde vorher ist sie cool, aber je näher es dann kommt, desto nervöser wird sie. Das wirst du ja auch ansehen, glaube ich. Ja. Dann bin ich da nicht allein. Es passiert, was passiert und vielleicht heißt es ja noch Love is in the air. Wir werden sehen. Tschüss, mein Lieber. Ciao. 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 Die beiden werden hier gleich eintreffen und dann kann das Date schon quasi beginnen. Nicole und Schwester Anka sind aber nicht alleine. Es werden noch weitere Teilnehmer erwartet. So, Auftritt. Paul? Mhm. Haben wir Paul noch dabei? Der ist auch beim Bodyflying Deluxe. Hi, Paul. Hi. Genau. Nicole. Hallo, ich bin Anka. Paul, hi. Da kannst du gerade mal Platz nehmen. Danke. Jetzt haben sie sich gesehen. Und? Findet sie ihn gut? Was denkt ihr? Ja, sie hat ein Lächeln auf. Alle drei müssen noch den medizinischen Fragebogen ausfüllen. Doch Nicoles Schwester macht eine Sache Sorgen. Was hat sie? Frische Linsen in den Augen. Okay. Ich hatte so schlechte Augen und dann hat sie neue Linsen eingesetzt bekommen und dann wieder Sehproben drin. Und ja, die hat sie jetzt drin. Und, ach so, okay. Hat sie sich schon drauf gefreut? Ja, klar. Und du? Auch. Auch? Ja. Wie kommst du denn her? Ich komme aus München. Auch hier geboren. Ein Stadtkind. Komm, ich habe gehört, ihr seid extra angeflogen. Ja. Ich finde die süß zusammen. Oder? Ja. Ja, dieser Stuhl stört mich noch so ein bisschen zwischen den beiden. Ihr seid extra im Hotel jetzt. Extra angeboten. Hallo. Oh. Ich kann mal vorher mit der Frau gesprochen. Es wäre besser, wenn ich es nicht mache, also weil ich meine Augen mit diesem OP hatte. Ja, ich weiß, tut mir so leid, wenn die Leute nicht können. Das ist immer so schade. Aber safety first und. Aber nimm dir gern Kaffee, machst du bequem, ja? Danke. Und dann bis gleich. Ich denke, das kann jetzt nicht sein. Ja. Ist es ein heikler Moment, wenn Anka jetzt geht? Fühlst du dich dann unsicher? Ich denke erstmal schon, ja. Dann! Der erste Freiwillige oder die? Jawohl, Ladies first, jawohl. Das ist die Lage. Und die wollen wir komplett die ganze Zeit durchgehend halten. Ah, 2 Minuten? Gut. So, das ist jetzt natürlich auch die perfekte Position für Nicole mal hinzugucken, wer da so dabei ist, ne? Ja, ja. In so. Ruhe. Einmal von vornherein abchecken. War gut soweit. Kannst du wieder bequem machen? Also, ja. Der Finger nach oben. Kopf hin. Jetzt sitzen sie nebeneinander. Endlich. Sie hat sich auf den mittleren Stuhl gesetzt. Also macht die Aufregung von 0 bis 10. 11. War schon 8. Die coole 3. 8. Ja, ja. Ein bisschen cool muss er ja wirken, ne? Hallo. Für dich. Dein Anzug? Also beim ersten Date hätte ich mir gewünscht, dass ich anders aussehe als jetzt in so einem Fliegeranzug. Solange beide dasselbe anhaben. Let's go. Ladies first. Im Windkanal geht's ab, da heißt gleich Love is in the Air und wir sind gespannt, wie sie sich anstellen. Come fly with me, let's fly, let's fly. Jetzt fliegt sie weg. Oh mein Gott, echt eine gute Figur. Come on, fly with me. Die macht das aber schon echt sehr gut, ne? Ja. Und jetzt geht's los. Ab durch die Decke. Nicole hat's geschafft. Glaubt ihr, Paul traut sich das auch? Ich denke schon. Ja. Jetzt muss er auch mal zeigen, was er kann. Ich dachte, vielleicht muss man den Windkanal noch mal ein bisschen aufdrehen. Ist ja auch ein bisschen schwerer, deshalb fliegt er vielleicht auch nicht ganz so hoch. Noch sehen wir von Paul auch nicht allzu viel. Da kommt wieder ein Kopf. Ja, sehr gut, Paul, kämpfen. Das, was ihr jetzt hier seht, ist das Spezialpaket Deluxe. Natürlich nur für die beiden. Ne? Karl wird sie jetzt an den Tisch bringen und Anka muss sich leider noch mal um ihren Gutschein kümmern. Ja, du, dann macht's euch doch bequem. Bedient's euch, ja? Mann, ey, genau hinter dem Spiegel ist unsere Kamera. Das war eigentlich richtig knapp. Typisch Frau, ne?
Wir schauen gerade vor. Ja. Und ich schaue dann gleich mal noch wegen den Videos und allem. Bitteschön. Ja, das ist voll der feine Tropfen. Was? Sie hat richtig Ahnung von Wein und Sekt. Ja, hat sie? Nein. Wie alt bist du denn? 26. Du? Ich auch. Du hast einen super Brillenabdruck. Hab ich den auch? Ja. Von dir? Ja, geil. Von der Seite hast du den, aber ich denke, oben. Sieht gut aus. Obendrauf gibt es noch einen Fragebogen und da können die beiden erfahren, was sie für Erlebnistypen sind. Mit der Anker, da schauen wir gerade noch. Aber wir haben ja einen Erlebnistyp-Test. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat unser Erlebnistest natürlich relativ wenig mit Erlebnis, sondern eher mit Date-Fragen zu tun. Wofür gibst du 300 Euro aus? Ich miete mir einen Ferrari mit 500 PS, ich genieße ein 3-Sterne-Menü mit 12 Gängen, ich kaufe mir ein Trampolin für den Garten. Naja, dann würde ich den Ferrari, glaube ich, nehmen. Was machst du mit dem Ferrari? Kannst du den fahren? Ferrari? Ja, sicher. Kann ich den fahren? Ich kann auch Auto fahren. 12-Gänge-Menü würde ich auf jeden Fall nehmen. Wo würdest du einen Heiratsantrag machen? Vom knisternden Kamin? Auf dem Gipfel der Zugspitze? In einer bunten Zirkusmanege? Ich weiß nicht, ob die Zugspitze sein müsste, aber irgendwo, wo man so einen weiten Blick hat über, über alles. Ja, das wäre vielleicht schön. Ja. Oh, sie macht sich also doch Gedanken über Heiratsantrag. So, da ist Karl und bam, zeigt das erste Foto. Geil, das darfst du auf jeden Fall du haben. Oh, danke schön. Ja, klar. Ja. Dann lass es dir gut gehen, gell? Danke dir. Ja, ciao, ciao. Ciao. Gefällst du dir nicht? So. Ja, ich sehe zerquetscht aus, aber deswegen kannst du es auf jeden Fall ganz gern. Das hänge ich mir so über ja. Den Fernseher. Nicole muss gehen, denn ihre Schwester wartet schon draußen. Ich fand dich auch mal schön war's, gut. Spontan.